Die waren wirklich kaum auszuhalten. Und zwar 8 Tage vor meiner Hochzeit. Und die haben eine gemeinsame Freundin, die schon meine erste Frau kannte. Selbst Psychotherapeutin. Und die sagte mir, du, hast du schon mal eine Demutsbezeugung vor deiner ersten Frau gemacht? Und in dem Moment, wo die das sagt, war ich nur am Weinen. Und ich habe ein Ritual gemacht und bin ehrlich gesagt vollkommen frei, ohne dass mir irgendjemand was gemacht hat, locker bei dieser Hochzeit gewesen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ein Beispiel aus meinem Leben. Wenn wir jetzt gucken, was Dieter Dorn uns noch so alles sagt. Beim letzten Mal, das war so faszinierend, als er die Beinlängen da behandelt hat. War auf einmal das andere Bein länger, da hat er das behandelt und da sagt er, behandelt meistens alle Gelenke. Denke ich, ne? Wie kommt es mit seiner Denke? Sagt er, das ist meine Erfahrung, das ist mir einfach gut. Und dann habe ich was getan, kam eine Patientin zu mir mit einer Gangstörung seit Kindheit. Aber die kam zu mir und sagte, du, ich kann nicht mehr die Treppen laufen. Geht nicht mehr. Ich habe gedacht, was machst du mit der? Immer wenn orthopädische Patienten kommen, geht es meistens nicht so gut, weil ich dann immer orthopädisch denke und nicht ganzheitlich. Ich bin einfach in 10 Jahren Klinik, ist man einfach so trainiert. Da habe ich gedacht, was machst du mit der? Dann habe ich mich an Dieter Dorn erinnert und habe die behandelt, habe ihr alle Gelenke behandelt und habe ihr alle 10 Gelenke, alle, restlos alle. Die steht auf und geht für sie normal, sagt danke, bin geheilt. Erklären können wir das über diese Stellreflexe, weil da war irgendwo, war da der Knoten drin. Und indem ich diese liebevollen Bewegungen mache und die Empathie, die natürlich dazugehört, kommt es dazu, der Patient steht auf und ist weg. Es geht ihm gut. Und ich glaube, dass wir, wenn wir alle diese Möglichkeiten im Hinterkopf haben, viel besser verstehen, wie diese Methode funktioniert. Und ich glaube nicht, dass es irgendeinen Sinn macht, diese Methode rein biomechanisch erklären zu wollen. Ich meine, ich habe da 15 Jahre Bauchweh gehabt mit den rausgerutschten Hüften. Ich fand das furchtbar. Kann man das nicht endlich mal sagen, wie das wirklich ist? Es ist mir nicht mehr wichtig. Weil die Idee zu sagen, ich behandle den Patienten so, als wäre die Hüfte rausgerutscht, das versteht jeder. Aber den wahren Sachverhalt, da muss man ja stundenlang drüber reden. Und dann hat man es immer noch nicht verstanden, weil dann kommt irgendeiner, der hat was Neues gelesen und bringt was ganz, ganz Neues. Es ist überhaupt nicht notwendig, weil, und das hat mich Dieter Dorn gelehrt, es ist alles ganz einfach aus dem Leben, einfach aus der Beobachtung raus. Ja? Der Landwirt, für ihn ist einfach, was krumm ist krumm, also machen wir es gerade. Ganz einfach. Da musst du als Intellektueller erstmal drauf kommen. Ja? Da läuft eine ganze Batterie von wissenschaftlichen Erkenntnissen ab, was da zu tun ist. So kompliziert ist es gar nicht. Ich war eben ganz fasziniert bei Kurt Tepperwein, wie einfach er das erklärt hat, wie man glücklich sein kann. Hat mich also total verblüfft, weil ich bin ja so einer von denen, die eher so ein bisschen mit dem Unglück rumlaufen. Ne? Also ich ziehe mir das Unglück eigentlich öfter selbst rein. Die wahren Dinge des Lebens sind einfach und alles, was kompliziert ist, wird morgen von irgendjemand anderem widerlegt. Sie dürfen mir das glauben. Dann, als ich über diese Propriozeption gesprochen habe, das ist Standfestigkeit. Wenn ich alle Gelenke durchbehandelt habe und unser Computer da oben ein Reset gemacht hat und neu hochfährt, dann habe ich eine ganz andere Standfestigkeit. Probieren Sie das mal gleich Montag aus und nehmen den ersten 2 Patienten und behandeln alle Gelenke einschließlich der kleinen Zehen alle schön durch. Und Sie werden sehen, der steht auf und sagt, wow, ich stehe ganz anders im Leben. Und das sind diese Effekte.
Es ist natürlich auch das, wie wir mit dem Patienten umgehen. Das kommt natürlich noch dazu. Aber wir werden immer diese Effekte auslösen auf dieser körperlichen Ebene. Erdung ist genau das Gleiche. Eine ganz, ganz andere Erdung können wir erreichen. Die Frage ist nur, ist es orthopädisch oder ist es körperpsychotherapeutisch? Da brauchen wir uns überhaupt nicht drum zu kümmern, weil diese Effekte, die ablaufen, wenn sie auf der Herzensebene ablaufen, laufen immer gut ab. Da gibt es nie Komplikationen. Und ich glaube auch nicht dran, dass es Patienten gibt, die man mit Dorn nicht behandeln darf. Glaube ich gar nicht. Es gibt nur die Möglichkeit, dass er sagt, du, ich traue mir es nicht zu, der ist einfach eine Schulnummer zu groß für mich und schicke ihn zu jemand anderem. Aber letztlich ist es nicht die Frage von Technik, das ist das, was ich hier sagen will. Es ist nicht die Frage von Technik, sondern es ist die Frage von dem Sein mit dem Patienten. Und als ich Dieter Dorn gesehen habe, wie der tanzt mit den Patienten, sagt, schnuckel dich doch mal an und schnuckel und der bewegt sich, ist natürlich Musiker, ist natürlich klar, das hat natürlich eine andere Fingerfertigkeit, aber er macht es einfach spielerisch und dieses Spielerische, das hat mich so beeindruckt, weil ich ja so eher aus der Biomechanik komme und immer so kerzegrad das sein muss. Das ist heute jetzt bei mir auch nicht mehr so. Und das Wichtige ist die Wiederholung, immer wieder, wie ein Kind, was immer wieder hinfällt, steht immer wieder auf. Aber das bringt die Natur. Und ein Patient, dem er sagt, du, wenn du jetzt jedes Mal diese Behandlung da mit deinem Handgelenk da ein paar Mal am Tag selber machst oder mit deinem Kiefer, also diese Kieferübung, dann brauchst du nicht so oft zu mir zu kommen. Das merkt er sich sofort. Das merkt er sich sofort und er wird es tun und es wird sich bahnen und irgendwann ist auch diese Emotion weg. Apropos, das Kiefergelenk ist eins der wichtigsten Gelenke. Dieter Dorn hat oft darauf hingewiesen, weil es ist das erste Gelenk, was wir in unserem Leben benutzen. Sobald wir den Mund aufmachen, schreien, anschließend saugen. Das heißt, es verbindet als Emotion Schmerz und die größte Freude, weil an so einem Busen zu nippeln ist einfach Freude. Es ist beides drin. Und sagen Sie mal ehrlich, wer hat keine Verklemmung in der Kaumuskulatur? Interessanterweise gibt es diese Erkrankungen alle nicht in der dritten Welt, weil die machen sich kein Gedanke darum. Manche Krankheiten, die entstehen nicht dadurch, dass wir sie haben, sondern dass wir wissen, dass es sie gibt. Wenn wir das nämlich gar nicht wüssten, ja, und Gott sei Dank, man muss das wirklich so sagen, hat Dieter Dorn keine Ahnung von Medizin gehabt. Das war das größte Benefit für die Medizin für diese neue Zeit, dass Dieter Dorn keine Ahnung hatte. Weil so konnte der ganz unbeschwert da dran gehen und diese Botschaften empfangen und es so machen, Leute zeigen, wie das geht. Wenn der gewusst hätte, was er da alles macht, das hat er oft gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass ich da gar nicht auf die Bandscheibe drücke, sondern auf den Dornfortsatz, ich hätte mich ja gar nicht getraut, das zu machen. Aber das Leben hat ihn dahin geführt, seine Vorerfahrungen, sein Positivsein und hat alle diese Dinge gefunden, die, wie ich glaube, alle wissenschaftlich erklärbar sind. Also diese Behandlung, dass an einem Gelenk oder an einem Wirbel immer wieder in die Richtung, wo es hin sollte bei der Wirbelsäule, langsam, rhythmisch, tänzerisch gedrückt wird, führt zu einer Veränderung in diesen Lagemeldern, die schneller sind als der Schmerz, wie ich eben schon sagte, da oben ankommen und die Zentrale oben sagt, wow, fühlt sich viel besser an als vorher. Und unser Körper will das Glück, das heißt, er will so bleiben. Das heißt, wenn einmal das Glück gespürt würde, will man das nicht mehr loswerden. Es sei denn, man braucht das Leid für irgendetwas. Wenn Sie jemanden haben, der einen Rentenantrag gestellt hat und Sie bemühen sich um den, dann haben Sie entweder ein finanzielles Problem, dass Sie den halten müssen, oder Sie haben was nicht verstanden. Sie werden dem nicht mehr helfen können, weil der einfach
sein Leid braucht. Leid ist der größte Hinderung überhaupt. Und es geht darum, aus diesem Leid auszusteigen. Und unser Job ist es, dem Patient zu helfen, aus diesem Leid auszusteigen, weil der kommt zu uns, letztlich, weil er aus dem Leid aussteigen will. Er sucht einen neuen Weg, weil sonst wäre er an die Uniklinik gegangen und hätte gesagt, nu, versteif mich mal. Ja? Und deswegen, Sie müssen sich gar keinen Gedanken machen, dass da irgendjemand kommt, dem Sie nicht gerecht werden. Wenn Sie nicht in der Theorie verhaftet sind bei dem, was Sie tun, sondern einfach spielerisch, dann kann nichts schiefgehen. Ich rede nur immer über das, wie es Dieter Dorn selber macht, wie ich ihm es abgeguckt habe. Und so versuche ich es zu tun. Aber ich habe schon so viele Dorn-Therapeuten erlebt, die machen was völlig anderes. Auch an mir. Und immer hat es irgendwo schon genutzt. Deswegen, ich weiß nicht, ob es die Biomechanik alleine ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, ist der Gedanke. Der Gedanke, auf einer anderen Ebene behandeln zu wollen als vorher die manipulative Medizin. Sondern dass ich den Wunsch habe, mehr auf der Liebesebene zu arbeiten und da mit dem Patient im Kontakt bin. Und es ist nicht entscheidend, was ich dann wirklich tue. In meiner wissenschaftlichen Ära habe ich so viele Methoden kennengelernt, ich war auf den internationalen Kongressen, wo zum Teil Dinge gesagt wurden, die sich komplett widersprechen. Also wenn sagt er, wenn der Wirbel so ist, muss ich das so rummachen, alles andere ist falsch und der andere hat genau das Gegenteil davon gesagt. Und Beile heilen zu 80%, da muss einen doch zu denken geben, ist es wirklich die Methode oder ist es die Art zu behandeln? Und ich glaube, bei Dieter Dorn ist es die Art zu behandeln. Dieses Geschenk dieser Methode von einem Laien, der nicht vom medizinischen Wissen verbildet war, uns zu zeigen, wie man liebevoll einen Patienten behandeln kann, indem er aufrecht ist, sehr selbst in der Bewegung ist, der Therapeut eine, ich sage jetzt mal, untergeordnete Rolle spielt. Und aus diesem Zusammenspiel dieser beiden darf eine Kraft kommen oder darf eine Energie frei werden, wie Sie es nennen wollen, spielt überhaupt keine Rolle, dass Heilung geschieht. Und das passiert über diese Hirnstrukturen und über die Emotionen. Deswegen habe ich das Ganze Ihnen so versucht zu erklären, wie das da so abläuft. Und warum ich bei dieser Methode geblieben bin, ist einmal, weil sie eine Herzensmethode ist und keine biomechanisch Gewaltmethode. Ist, dass man ein Dorn-Therapeut werden kann, in einem Wochenende. Das ist kein Problem. Also durch die Einfachheit der Methode, dadurch, dass alle diese Schritte von der Vorstellung mit unserem täglichen Leben, weil Dieter Dorn hat es so aus dem Leben erfahren, mit unseren Vorerfahrungen übereinstimmen, können wir nach einem Wochenende behandeln. Und in der manuellen Medizin, also ich habe noch 12 Wochen Kurs gemacht, weiß ich noch gut. Aber dass ich deswegen mehr gewusst habe, kann ich nicht sagen. Die besseren Erfolge habe ich mit der Methode Dorn. Da ist also gar kein Zweifel dran. Und weil sie so einfach ist, kann sie auch jeder durchführen. Jeder ist in der Lage, also ich sage jetzt mal jeden, der einen qualifizierten Hauptschulabschluss hat. Ich meine, das ist so die Voraussetzung. Ich meine, ganz dumm darf man nicht sein. Aber man muss nicht medizinisch gebildet sein. Es ist keine Notwendigkeit. Man braucht ein gutes Herz und dann geht es schon. Man kann es zu jeder Zeit, an jedem Ort braucht es kein Hilfsmittel. In meiner Neuraltherapie, in meinem Rucksack, habe ich immer Spritzen, 2 Nadeln und eine Ampulle. Ist doch furchtbar. Bei Dorn brauche ich gar nichts. Kann ich jederzeit überall machen. Mit dem Einfühlungsvermögen ist klar. Und diese Nachhaltigkeit, wir reden immer in dieser neuen Welt von dieser Nachhaltigkeit.
Wir wollen nur noch Produkte, die nachhaltig sind, nicht mehr diese kurzlebigen Dinge. Und es ist nachhaltig. Durch die Selbsthilfeübungen, dadurch, dass wir den Patienten anleiten und ihn nicht an die Praxis binden, sondern sagen, du kannst es selbst. Und das bringt so viel Selbstbewusstsein, dass dieser Erfolg viel, viel besser ist, als wenn ich sage, jetzt musst du alle 4 Wochen kommen und da mache ich einen Knack. Da hat er schon Angst, bevor ich ihm das sage. Und für mich ist noch ganz, ganz wichtig, warum berührt Dorn die Menschen? Einmal ist es die Methode in der Medizin, die ich kenne, die am meisten mit Berührung arbeitet. Ich will damit jetzt die Kraniosakrale nicht schlecht reden. Plus die Kraniosakrale ist für mich noch nicht neue Medizin, sondern da ist der Therapeut der Master of All und der Patient ist das Würstchen, was da liegt. Die Methode ist gut, ich will die nicht schlecht reden, aber bei Dorn ist was anderes. Da ist der Patient, manchmal ist es so, da weißt du von außen überhaupt nicht, wer ist jetzt eigentlich der Handelnde? Ist der da so macht oder ist es der so macht? Ich weiß es oft nicht und alle Gelenkübungen brauche ich ja gar nicht zu machen. Ich muss nur dem Patienten zeigen, wie es geht. Das heißt, das ist viel, viel mehr ressourcenorientiert, dem Patienten was an die Hand geben, wie er es selbst machen kann. Und das ist für mich diese neue Medizin, dass wir nicht mehr abhängig sind von dem System, sondern dass wir uns selbst helfen können. Noch eine Botschaft, behandle immer nur so, wie du gern behandelt werden möchtest. Und wenn man das berücksichtigt,